Dortmunder 15-0 gegen Hannover 96, danach ein 2-2 gegen Mainzer 5. Die Stuttgarter gewannen gegen die Mainzer mit 2-1 und schafften dann ein 2-2 gegen Hannover 96. Die Mainzer werden Dritter in dieser Gruppe, Hannover 96 auf Platz 4. Gegner werden dann gestellt von Bielefeld, Wolfsburg, Hoffenheim und dem FC Schalke 04. Der Gruppensieger hier aus diesem Spiel könnte sich nach den Eindrücken gestern wahrscheinlich schon auf Arminia Bielefeld als Gegner einstellen. Jetzt aber erstmal zu dieser Partie. Jetzt die erste Möglichkeit für den BVB. Das Ganze war abgeblockt. Freistoß von der Mittellinie. Schiedsrichter der Partie Lukas Klasing vom SSV Preußisch Dröhnen. Das erste Dribbling hier im 1 gegen 1 von den Stuttgartern. Aber David Kopacz klärt die Kugel. Noch etwas Hektik drin und weniger Aktion. Der BVB, ich habe es gestern gesagt, Geheimtipp von Finn Holsing, der gesagt hat, mit den Dortmundern ist zu rechnen. Das haben sie gestern durchaus bestätigt, durch wirklich gute Leistung. Muss man immer mal schauen, wie man das in den zweiten Turniertag rüberbekommt. Gibt ja immer mal wieder Diskrepanzen. Natürlich wird richtig hochgeschaltet, bei allen Beteiligten erst ab dem Achtelfinale. Wenn es darum geht, in die nächsten Runden einzuziehen. Aber eine gute Grundlage kann man sich hier schaffen. Und die Dortmunder sind auf einem guten Weg. Da der Pressball und er geht nur knapp auf das Tor. Dominik Wanner. Druck ausgeübt. Einer der Nationalspieler übrigens, der auch mit der U16 im Trainingslager in La Manga war, in Spanien.
Jetzt aber die erste Chance für den VfB Stuttgart. Der Ball abgeblockt. Der Schussversuch in die Arme von Stuttgarts Keeper Lennart Grill, der gestern übrigens einen richtig guten Eindruck gemacht hat. Einer der stärksten Keeper im Turnier. Auch das ist natürlich ein wichtiger Faktor, eine gute Torhüterleistung. Jetzt der Ball durchgespielt. Das ist David Kopacz. Zurückgelegt auf Wanner. Der Keeper Michael Nemba Luimbula. Immer wieder mit einbezogen, Spielaufbau der Dortmunder, war gestern auch schon zu sehen. Fußballerisch richtig gut drauf. Wanner. Jetzt mal der Abschluss von Kapitän Kira Matteng. 5 Tore gemacht in der Westfalenliga, wo der BVB Tabellenführer ist. 2 Punkte vor dem Reviernachbarn, dem FC Schalke 04. Also echte Derby-Charakter in der Westfalenliga. Beide Mannschaften erst vor 2 Jahren wieder ihre U16-Mannschaften installiert, nachdem man einige Zeit ausgesetzt hatte. Fand dann aber den Sprung von der U15 in die U17 zu groß und hat deswegen wieder die U16 vorab geschaltet und ist nun wieder dabei, sich den Weg in die Regionalliga zu erspielen. Schussversuch. Aus der zweiten Reihe. Also ungewohnt hier, noch kein Tor. Nach 9 Minuten Spielzeit. 9 Tore waren es in den 2 Spielen BVB-Beteiligung. Immerhin 8. Bei Spielen mit dem VfB Stuttgart. Also es wird hier noch was passieren. Gestern schon kurz auf den Trainer des Stuttgarter eingegangen, Heiko Gerber. Viele werden ihn noch kennen. 199 Bundesligaspiele gemacht. Zwischen 1999 und 2007 für den VfB Stuttgart aktiv. Aber davor auch bei Arminia Bielefeld. 2 Jahre gewesen. Und sogar 2 Länderspiele gemacht. 1999 beim Confederations Cup. Trainer du damals bei der Nationalmannschaft, Erich Rebeck und Uli Stielicke. Das waren noch ein paar dunkle Zeiten für den deutschen Fußball. Und jetzt Gerber, Profi, Ex-Profi als Trainer der U16. Jetzt muss er aber quergelegt werden. Ah, hat dann schlampig gespielt. Joel Yilmaz hatte da keine Chance, die Kugel zu erreichen. Jemand da weiter an der Bande. Oh, der Ball jetzt ist sogar dann in die Füße gerollt.
Aber dann gut geklärt. Da war mehr drin für Stuttgart. Also das Spiel wird etwas wilder. Jetzt der Abwurf. Auch ungewohnt in der Halle. Aber funktioniert. Wichtig davon, jedes Mal diesen Zweikampf zu gewinnen. Jetzt aber schön in den Lauf und dann der Schussversuch von Luca Kilian. Lennart Grill aber im VfB-Tor zur Stelle. 4 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Jetzt das Dribbling, das war eine gute Einzelaktion. Und dann nicht das Tor, weil Grill zur Stelle ist. Jetzt abgepfiffen, das war eine tolle Aktion hier. Gibt auch 10 Applaus für beide Beteiligten. Einmal für Hüseyin Bulut. Aber auch Lennart Grill. Und jetzt der Treffer für den BVB. Torschütze war jetzt Hüseyin Bulut. Und wir kommen zum Evergreen des Turniers. Anstoßregel. Also nochmal, der Spieler muss in der eigenen Hälfte spielen. Der Ball muss in die gegnerische gespielt werden. Hier sehr großen Wert drauf gelegt bei den Unparteiischen. Es gab gestern Tore, wo der Anschluss 4-mal wiederholt wurde, bis es dann erfolgreich klappte. Und ein schönes 1:1. Volley, ein klasse Tor. Durch den VfB. Ich glaube, es war die Nummer 5, Philipp Ogalski. 1:1 jetzt. Ja, es war Ogalski. Freistoß für den BVB. Freistoß ausgeführt, gut gespielt, aber dann Schuckerte Grätsche dem Rudolf dazwischen. Knapp 2 Minuten vor dem Ende. Mit dem Unentschieden müsste der BVB Gruppensieger werden. Die Stuttgarter brauchen noch ein Tor. Jetzt ist Schuckerter wieder vor dem Tor, aber Dortmund mit dem Ball gewinnt. 90 Sekunden vor dem Ende geht es jetzt wieder aufs Tor der Stuttgarter. David Kopacz mit dem Schussversuch. Das war gut gespielt, freigespielt, da war Platz und den Platz genutzt. Zur Vorlage von Keeper Michael Nemba, Louis Mbula. Und dann vollstreckt der BVB. 42 Sekunden vor dem Ende. Zum 2:1 für den BVB. Um den Torschützen zu erkennen, brauchen wir jetzt noch die Rückennummer. Ich glaube, es war der Nationalspieler Dominik Banner. Jawohl, der war es auch.
gut freigespielt, viel Platz gehabt und dann 2:1. Also 15 Sekunden vor der Zeit, es wird so sein, dass die Dortmunder hier mit 7 Punkten durch die Gruppe gehen. 4 Sekunden vor dem Ende, Zeit um anhalten, aber das Spiel ist aus. Der BVB gewinnt und ist Gruppensieger. Glückwunsch dazu. Gleich geht's weiter mit Gruppe 4.